So, was Leute, zurück zu Let's Play Destroy All Humans. Wir sind dabei, unseren Kult zu kultivieren. Sehr gut. Unser Kult wurde letztes Mal Zeuge von Polizeigewalt der 70er. Wir haben sie zurück befördert in deren Gefilde. Ja, vergessen, zu spät. Wir machen eine neue Mission. Der Kult muss wachsen. Der Kult in Bay City muss stärker werden. Öffentlichkeitsarbeit. Gepriesen sei Akwudel, der Herr des heiligen Gehänges. Was gibt's Neues? Wie steht es um den Kult, Shammy? Gibt es viele neue Anhänger? Es gibt immer weniger Mitglieder, Sohn des Akwudel. Vielleicht kannst du uns da helfen. Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Wir brauchen dich für eine Werbemaßnahme, eine ganz große. Weiß er mittlerweile was von der Superwaffe? Wie läuft die Forschung beim Superwaffenprojekt, Shammy? Wir suchen nach Spuren, sehr gründlich. Bitte vertrau mir da einfach. Siehst du? Und genau da liegt das Problem. Wir haben vielleicht etwas gefunden, aber es muss erst noch hier ankommen. Ich werde bald mehr dazu zu sagen haben, heiliger Sohn. Na gut. Was? Auf den Zahn fühlen? Warum sinken denn die Mitgliederzahlen? Na, stimmt es. Knausert ihr wieder bei der freien Liebe? Es ist nicht meine Schuld. Mundpropaganda ist einfach zu langsam. Wir brauchen echte Werbung. Na gut, dann machen wir Bang Werbung. Was meinst du mit groß? Und warum habe ich das Gefühl, es wird mir nicht gefallen? Nutze dein heiliges Raumschiff, sammle eine der Kultisten auf und fliege ihn durch die Straßen. Damit ich von jedem Soldaten in Bay City beschossen werde? Wieso kaue ich nicht gleich auf einer Granate rum? Das sind doch nur ein paar Panzer, da würde ich mir keine Sorgen machen. Die Leute werden denken, das wäre ein Feuerwerk. Aber nicht zurückschießen, du darfst keine potenziellen Konvertiten treffen. Warum überrascht mich das nicht, verdammte Pazifisten? Bitte geh zu deinem Raumschiff und such dir einen Kultisten aus. Viel Glück, heiliger Sohn. Okay, wir sollen einfach mit einem hier herumdüsen. Und das, ja, so zeigen, wie wir Werbung machen. Na gut. Gibt schwierigere Missionen. Würde ich jetzt einfach... Rede mit dem Hippie-Freiwilligen. Ach so, mit dem muss ich erst reden. Wer ist da? Segen des Wudel, rechtschaffener Bruder. Also, wie hast du zu Arkwudel gefunden? Nicht, dass es mich wirklich interessieren würde, aber ich tue gern so. Mein Dad macht mir das Leben zur Hölle. Er hat meine finanzielle Unterstützung gestrichen. Also dachte ich mir, ich räche mich auf eine Art, die ihm echt wehtut. Indem ich religiös werde, Baby. Das ergibt auf eine kranke Art Sinn. Na gut. Ich hoffe... Dein Plan ist besser, als er klingt. Es wird total groovy, Mann. Heb mich mit deinem Laserstrahl auf und lass uns losfliegen. Wie? Damit du auf die Fußgänger kotzen kannst? Tolle Idee, Sparky. Nimm dir einen Keks. Nein, ich werde den guten Anmachspruch von Arkwudel rufen. Es wird total krass. Ach ja? Warum habe ich da nicht dran gedacht? Was man nicht alles für die Liebe tut. Na gut. Kleines grünes Mädchen. Was? Warum ist da... Was ist das? Wie, jemand muss die Cops rufen. Warum? Ihr seid doch mein Kult. Hallo, was soll das? Oh, 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 nimm mich, nimm mich! Hier drüben, Hoshi! Wenn ich drücke... Zum Auslösen auf ein markiertes Ziel anwenden. Propagandator. Okay. Vorderes Feuer schießt die Konvertierungswaffe ab. Entführungskampf schießt den Saugmeister V8 ab. Schieß auf, um sie zu konvertieren. Okay. Wenn und den wenn ihr Arkwudel liebt. Wende den Saugmeister V8 auf Soldaten an. Na gut. Dabei, Schätzchen.
Gib mir ein A! Gib mir ein R! Gib mir ein K! Da drüben sind Panzer. Dudel für Wudel! Okay. Nee, das klappt nicht. Steigt aus. Ich will euch aufsaugen. Okay, ich soll Cops aufsaugen. Na gut. Ich soll aber auch... Oh, Moment. Die muss ich... bekehren. Hier, da. Ihr kennt eine Menge, Soldaten aufsaugen. Arkbudel, Arkbudel, juhu! Ich fresse einfach die ganze Base. Ist ja witzig. Blup. Sehr stark dieses Umwandeln. Ein paar Konvertiten. Was für ein Schluck. So. Moment, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Mal verstecken. Ich muss kurz überlegen. Welche Taste war? Erstmal die konvertieren. Ich brauche noch Cops. Okay. Cops haben wir gefressen. Ja, jetzt muss ich einfach bloß Leute bekehren. Peace und Frieden. Arkwudel ist das Wahre. Ihr kennt eine Menge, aber noch nicht sein Gehänge. Arkwudel, Arkwudel, juhu! Reiset Arkwudel, den Herrn des heiligen Gehänges. Ach, R war's. Genau, ich brauche... Kult oder kann jeder mitmachen? Jeder kann mitmachen. Jeder. Wo sind mehr Menschen? Da drüben? Da? Gepriesen sei Arkwudel! Warte mal, die Military Base. Ist da eine Military Base? Nein. Die haben wir schon bekehrt. Dort oben vielleicht. Dort oben ist noch ein Spot von Jüngern. Sehr gut. Da unten ist ein großer Spot. Sehr gut. Weil da drüben. Das ist mein Spruch. Jawohl, das Militär ist Arkwudel-Fan. Nice. Und die Achievements, beziehungsweise die Extra-Ziele haben wir auch geschafft. Sehr gut. Arkwudel-Cult flies high. Flugwerbungsstunt zieht Mengen an und konvertiert sie. Perfekt, perfekt. Hysterical Paroxysm and Arkwudel. What you need to know. Beehre Arkwudel oder dir schrumpelt die Nudel. Okay, wo ist die letzte Mission? Es gibt keine letzte Mission. Hier. Weil tatsächlich, ich weiß, dass es noch eine Mission geben sollte. Vielleicht später erst. Vielleicht später. Naja, aber was auf jeden Fall neu ist, ist das da. Hier ist jetzt ein seltsamer Job neu aufgetaucht. Der war schon die ganze Zeit da, aber der andere ist aufgetaucht. Was ist mit meinem Kult los? Hey, was war das für ein Geräusch?
Wo sind die Anhänger von Arkwood? Ah, schauen wir uns doch mal an, was dieser seltsame Job ist. Hector, ich muss zum seltsamen Job. Arkwoodle hat jetzt genügend Anhänger anscheinend in dieser Stadt. Wäre cool, wenn ich mich dann frei bewegen könnte. Aber stattdessen gibt es hier einen seltsamen Job eines Polizisten. Was geht ab, Tiger Lily? Wie wäre es mit einem langen, schrägen Tipp? Rudolf sucht ein anderes schwarzes Schaf. Was bedeutet das? Das ist so schon schwer genug. Du vielleicht? Krypto-Auftragskiller. Was? Was willst du denn? Oho, Mann! Versuch's mal mit weniger Koffein, Kumpel. Du siehst echt seltsam aus. Ich bin einfach nur echt wütend, weil ich so viel Ärger für unsere Razzia bei den Hippie-Zelten im Park kriege. Ah, das warst du? Den Hippies hast du es aber echt gezeigt. Ich habe nur Befehle befolgt. Übertriebene Gewalt. Was soll das denn überhaupt heißen? Ich meine, Hauptsache, sie sind aus dem Park raus, oder nicht? Klingt, als könntest du einen kleinen Muntermacher gebrauchen, Rudy, mein Bester. Nein, ich könnte es gebrauchen, dass jemand die Petze, die mich verpfiffen hat, verschwinden lässt. Er wird gerade zu einem Hotel zwischen Hashbury und Coit Tower gefahren. Er wird bewacht werden, aber wenn er aus dem Auto steigt. Ich verstehe schon. Hippie-Pastete. Kommt sofort. Hey, danke, Bruder. Das werde ich nicht vergessen. Hey, wir Cops. Wir müssen doch zusammenhalten, oder? Okay, es war richtig, dass ich ein Cop geworden bin, scheinbar. Sind seltsame Jobs von den Cops, oder wie? Lass einen Cop den... Identifiziere den Verräter. Lass einen Cop den... Verräter töten. Wie? Ey. Nicht mich anfahren. So. Cortex-Skin, genau. Hätte ich auch vorgeschlagen. Was haben Sie sich dabei gedacht, Hippies am helllichten Tag anzugreifen? Jeder Idiot weiß doch, dass man sowas in der Nacht machen muss, wenn man damit davonkommen will. Party! Yeah! So ist meine Verkleidung weiterhin vollständig. Ein wenig Disziplin hat noch nie jemandem geschadet. Hey, ich war 5 Jahre bei der Armee und das hat mir mehr Charakter und Mut gegeben. Und Geschlechtskrankheiten. Aber das war's wert. Bisschen früh, um schon so kriegen zu sein. Okay, und dann die letzten noch. Dort oben. Da hinten. Verdächtig. Da hinten ist verdächtig. Wow. Polizei, geht doch. Dieser Spitzel ist irgendwie total mutig. Wenn ich mich den Cops entgegenstellen würde, würden sie mich am Ende vermutlich nackt ausziehen und durchsuchen. Mhm. Beweg deinen Arsch, Fettsack. Okay, der Spitzel. Wir wissen immer noch nicht, wer das sein soll. Mallet-Meister. Was für ein blöder Name. Es wird ihm noch leid tun, dass er versucht hat, sich mit uns anzulegen. Lass mich nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will kein Märtyrer sein. Was hat man davon, wenn man berühmt ist, wenn man tot ist? Willst du eine Kugel ins Hirn? Bewegung! Verdammt, das ganze Speed lässt wieder meine Sicht verschwimmen. Wie mache ich das, dass der sozusagen von den Cops angegriffen wird? Die schneidet die Hecke.
Ja, wie mache ich das? Du musst nicht gleich den Faschisten raushängen lassen. Halt! Du! Ist da jemand? Wer war das? Beschützt den Epimister! Rettet den stinkenden Spitzel! Du Biestendio! Okay, jetzt schießen die ihn ab, oder? Ja, der kriegt Schaden, aber nicht viel. Nicht auf mich schießen. Auf den. Jawohl. Gut. Ein odd Job war das. Really odd. Hippie slain. Rudy the Mallet escapes trial. Der Hammer kommt ohne Gerichtsverhandlung davon. Angehöriger des Arg-Wudel-Kults auf Unterwelt-Gangart getötet. Moment. Die seltsamen Jobs sind gegen. Dir geht's nicht gut, kann es sein? Ach so, deswegen. Ich kann den zwar weiter nutzen, aber deswegen provoziert er irgendwann hier die Umgebung. Verstehe mittlerweile. Oh, weg ist der Körper. Naja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal den eigentlichen seltsamen Job. Oder gibt es einen Kult des Agwudel noch? Nein, gibt es nicht. Oh, hinter mir. Das ist eine Landeplattform. Dort oben war ich auch eigentlich noch nicht. Schon wieder so eine Nix, Halluzination. Das war real. Hier oben war ich noch nicht. Da hoch komme ich nicht. Nee, da gibt es keine Möglichkeit hochzufliegen. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem hier irgendwas Interessantes. Kann man hier rein? Innerhalb von Gebäude kann man nicht. Hier muss doch bestimmt was versteckt sein. Houston, wir haben ein... Wollen wir gar nicht wissen, was Houston zu sagen hat. Oder was du, Houston, zu sagen hast. Ich hab mir hier oben mehr erwartet. Oh, na gut. Hier irgendwo ist eine Station des Agwudel. Da, eine Landestation des Agwudel. Bring mir Menschen. Lebende und sich windende Menschen. Okay. Damit ich ihre Lebenskraft aussaugen kann. Wie voltarianische Linguinipeden in einer würzigen Sonnenmuschelsoße. Arg-Wudel hat gesprochen. Oh, die ist hingefallen. Einfach weiterlaufen. Hier runterkommen, genau. Und hier ist ein Mensch. Da drüben läuft jemand. Ah, zu weit unten. Hier ist jemand. Absolut. Du kommst mit und du kommst mit. Sehr schön. Mitkommen, Menschen. Mitkommen. Das ist gut, das noch. Was? Moment. Mann, das war der Hammer. Du bist so cool, Mann. Ach so, ich kann bloß einen kontrollieren. Spione. Gott sei Dank. Jemand muss 0-1-1. Meine Liebe ist nicht frei, also jedenfalls nicht gratis. Aber Party bei mir zu Hause. Und du noch. Sehr schön. Landezone aktiviert. Was räumt sie hier? Ich bin ein Dichter und wusste es nicht einmal. Oh! Das weiße Haus. Gebt mir lieber eure DNA.
So, deswegen bin ich eigentlich nicht hierher. Ist jemand da? Außerirdische? Ah! Also zumindest nicht primär, weil ich bin ich hier. Deswegen. Nee. Eigentlich wollte ich die andere Quest, sagt Wudel, machen. Da drüben, wo das Licht herkommt. Düs, düs, düs. Hier, Krypto. Nee, der andere Typi. Er left my party. Was geht ab, Box? Ich habe eine sehr wichtige Mission für dich. Okay. Was geht? Hey, Box, eine Sache ist mir gerade eingefallen. Wer regiert dann eigentlich das Land, während Stimmt, ich in Bay City bin? Stimmt, ich bin ja der Präsident. Ich meine, hatte niemand gemerkt, dass der Präsident nicht mehr da ist? Naja, so wirklich Überstunden hast du ja im Oval Office nie geschoben. Also habe ich einen einfachen Mechanismus gebaut, der die Menschen während deiner Abwesenheit im Zaum halten sollte. Funktioniert seit Jahren ganz gut. Ich würde schon wissen, was gerne wissen, was das ist. Mechanismus? Was für ein Mechanismus? Ach, ein ganz einfaches Gerät, das viel winkt und lächelt. Eine Winkelkatze? Manchmal erbricht es auch spontan inspirierende Monologe über Freiheit und all diesen Mist. Ich schätze, die Affen sind zu doof, um den Unterschied zu bemerken. Ehrlich gesagt hat sich deine Abilität verdreifacht, seit du ausgetauscht wurdest. Na gut. Okay, was ist der Plan? Was soll ich tun? Naja, da wir das Mutterschiff verloren haben und die Mission auf dem Spiel steht, müssen wir dringend die furonische Heimatwelt kontaktieren und Verstärkung anfordern. Endlich! Ich hab die Schnauze voll davon, diese Affen mit einem begrenzten Arsenal zu bekämpfen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber mit einem neuen Mutterschiff wird das Gleichgewicht der Mächte schnell wiederhergestellt sein. Okay. Wenn wir die Heimatwelt erreichen, wäre es für dich okay, wenn ich meinen Börsenmakler anrufe? Ich will nur wissen, wie meine Aktien stehen. Ich denke über einen Whirlpool im Garten nach. Wäre doch nett bei der Rückkehr. Um Argwudels Willen, es geht nicht um private Anrufe. Wir stecken hier echt in der Klemme. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin zum Beispiel schon tot. Für einen Toten lärmst du aber echt viel rum. Wir rufen also zu Hause an, ja? Uiuiui, das wird aber einiges an Ferngesprächsgebühren kosten. Dafür fehlt uns das Kleingeld. Geht das auch als R-Gespräch? Ich bin dir da schon voraus, Krypto. Wir werden einen unregistrierten Transmitter benutzen, den wir aus Menschengeräten bauen, die überall um Bay City herum verteilt liegen. Das klingt jetzt schon total nervig. Schrott sammeln. Und wer ist der arme Trottel, den du bequatscht hast, damit er... Oh. Ach so. Okay. Okay, aber was für einen menschlichen Schrott können wir denn bitte benutzen, um einen interstellaren Transmitter zu bauen? Ach, dazu braucht es nicht viel. Eine Schüssel, ein paar elektronische Teile und eine von ihren TV-Antennen. Das sollte reichen. Wenn du damit fertig bist, installiere das Ding an einem hochgelegenen Punkt. Bonanza läuft heute Abend und wir wollen während der Übertragung ja keine Störungen. Okay, mit dem Schiff dann die Sachen einsammeln oder wie? Oh, was ist das? Liefere Technikmüll. Töte mit jedem Stück Technikmüll Hippies. Okay. Ich soll Hippies mit Technikmüll töten. Hippies? Das war kein Hippie, oder wie? Zwing mich nicht, dich zu erschießen! Nerv nicht. Da unten sind Hippies. Ist der kahlköpfigste Hippie, den ich je gesehen habe? Lebt noch? Darf ich mal? Das ist so schon Space Invader! Achtung!
ey. Mist, gar nicht so leicht, Hippies zu treffen. Ho Chi Minh? Was? Wo sind denn die Hippies? Ich sehe keine. Ich bin blind. Bist du ein Hippie? Du bist doch kein Hippie, oder? Die sehen hier alle normal aus. Du bist ein Hippie. Was denn, Alter? Glatzkopf! Ach, mit jedem Stück. Ach so, also mit jedem Stück muss ich das. Na gut. So. Nummer 1. Mit jedem Stück soll ich Hippies killen. Sehr schön. Okay, das war das nächste Müllteil. Hier geht einiges. Hier sind einige Gegner. Mit dem Motor? Das ist ein übler Trip, Mann. Das ist wirklich ein übler Trip. Ich befreie dich von diesem Trip. Hallo, Kapitän. Moment. Sie sind nicht Richard Nixon. So, eins noch. Zum Glück sind die Polizisten jetzt nicht so gut. Und irgendwie die Alarm, das Alarmsignal wird nicht so erhöht. Den Tisch bräunen. Das Radio. Gönn dir. Radiowellen. Hier irgendwas zum Einsammeln, wenn wir schon mal hier sind? Nein? Gut. Dann halt nicht. So. Auch das letzte Stück Müll. Ich schätze, daraus hier könnte ich ein Kommunikationsgerät basteln. Aber womit ersetze ich den Quantenspin-Resonator? Haha, dieses Dingenskirchen müsste gehen, solange es sich abfällt. Und jetzt zum... Oh, Moment, was ist das? Das geht hier als Partikelausdehnungsbeschleuniger durch. Dieses Sensorenfeld ist mit der Brennebene verbunden. Die Brennebene ist mit dem Plasmastrahl verbunden. Ich weiß es, ihr wartet schon darauf, dass ich dieses blöde Lied singe. Aber das wird nicht passieren. Ich habe meinen Stolz und meine Ansprüche. Keine hohen Ansprüche, aber ich habe sie. Außerdem haben wir die Rechte nicht gekriegt. Ach, scheiß auf diesen Mist. Wie wäre es, wenn wir einfach zum Ende überblenden und sagen, wir sind fertig? Zeit nach Hause zu telefonieren. Bada bing, bada boom. Betritt das Raumschiff. Okay, hätte nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass es jetzt zu Ende ist. Was muss ich im Raumschiff machen? Bring den Transmitter zur Spitze. Ah, ja, klar. Ich erinnere mich. Ja, ich weiß nicht, wie ich sowas abbreche. Jetzt stecken wir hier fest. Ganz toll. Naja, also man hätte den Shot nochmal finden können. So schlimm war es jetzt nicht. Ich hab leider die Taste gedrückt gehalten. Ich weiß nicht, wie man das abbricht. So. Koi Tower. Da drüben. Ah, jetzt können wir nach oben.
Krypto, hier ist Autopox. Gute Arbeit mit dem Transmitter. Du bist ja fast schon sowas wie kompetent. Ich leite die Übertragung ein. Sorg dafür, dass es keine Störungen in der Gegend gibt. Ja, Sir, Poxy, Sir. Ich hab das hier im Griff. Sorg einfach dafür, dass ich so schnell wie möglich wieder hochkomme. Ich hab keine Lust, auf dieser Schlammkugel zu verrotten. Kein Grund, sich einzunässen, mein widerspenstiger kleiner Scherge. Ich habe nicht die Absicht, meine glanzvolle Karriere als Flottenkommandant des Furonischen Imperiums auf diesem abscheulichen Pampa-Planeten zu beenden. Wir sind hier in wenigen Nanosekunden raus. Oh, siehst du, jemand auf der Furonischen Heimatwelt hat unsere Übertragung bereits empfangen. Bitte melden. Ich wiederhole, hier spricht die Weltraumverkehrskontrolle. Ihr Signal wurde empfangen. Bitte melden. Ja, hallo. Hier spricht Autobox 13 vom Furonischen Imperium. Ich rufe von Sol 3 aus an. Wie bitte? Autobox 13 vom Furonischen Imperium. Imperialer Flottenkommandant Autobox 13. Hab ich noch nie von gehört. Von gehört? Ich okay. Kenne Autobox 13, Mann. Der Autobox zerstöre 13. Panzer mit Panzer. Von in der Schlacht von Tarsus-Mons. Sechsfacher Gewinner des Xantrax 47 Preises für mentale Grausamkeit. Ich bin der zweitranghöchste Flottenoffizier der ganzen Furonischen Navy. Ich habe in den Dunghügeln von Beetle Blatt schon hyperdimensionale Insektoiden versklavt. Als sie noch in den Witteln lagen. Sie haben noch nie von gehört. Was ist Ihre Kennungsnummer? Meine was? Ihre Kennungsnummer. Alle Piloten mit Erlaubnis, das Furonische System zu verlassen, bekommen von der Weltraumverkehrskontrolle eine Kennung zugewiesen. Die ist abgelaufen. Abgelaufen? Naja, ich war lange nicht im System. Ich war unterwegs tief im Raum auf einer Mission von höchster Dringlichkeit für das Furonische Imperium. Na ja. Yes. Von wo rufen Sie nochmal an? Sultan. Galaktischer Dekar, Sektor 13, habe ich nur erwähnt, dass meine Mission für das Überleben der furonischen Spezies essentiell ist. Ich bin mir sicher, dass es für Sie wichtig ist, Sir. Sarkasmus können Sie sich sparen. Ich bin sicher, dass es für Sie wichtig ist. Kann ich Ihren Vorgesetzten sprechen? Sektor 13, Sektor 13. Ah, hier, Sektor 13. Nein, das kann nicht stimmen. Wieso nicht? Naja, das ist eigentlich nicht. Der Mars-Krieg hat jede relevante Lebensform in diesem System ausgelöscht. Nur ein Planet mit intelligentem Leben ist übrig. Und das Wort... Wem sagen Sie das? Ich weiß nicht, wo Sie sind, Sir, aber... Hören Sie mal, Sie Bürokratentrottel. Ich muss auf dem gleichen beschissenen Planeten, auf dem ich jetzt seit 10 Jahren bin. Ich bin auf der Erde! Verdammt, da was zu treffen ist gar nicht so leicht. Lass mich sofort! Wenn Sie laut werden, hilft Ihnen das auch nicht, Sir. Wenn Sie wollen, kann ich Sie an den Notfalldienst weiterleiten. Was? Notfalldienst? Ich habe eierlich die Hüfte gebrochen. Was zum Teufel soll der Notfalldienst denn machen? Sie könnten eine Erkundungskapsel schicken, wenn Sie sie höflich darum bitten. Yes. Ich brauche ein Mutterschiff. Yes, geschafft. Das Imperium senkt davon ab. Fällt es mir schwer, das alles zu glauben. Ich habe hier keine Unterlagen zu Ihrer Mission. Ihre Kennung ist abgelaufen und ich sollte Ihnen ein weiteres Mutterschiff schicken, um dasjenige zu ersetzen, das Sie verloren haben. Hab ich das alles richtig verstanden? Flottenkommandant? Ich hab es nicht. Können Sie lauter sprechen? Ich hab das nicht ganz. Ich sagte, ich hab es nicht. Es ist. Ach ja. Aha, Sir. Es ist echt. Bei der Weltraumverkehrskontrolle halten nicht viel von Streichen. Ich lege jetzt auf. Nee, ist ein ganz normaler Mensch. Das Fußball. Wenn ich jetzt kaum mit dem Kabel. Hier ist Otto Kastanz. Flottenkommandant des Hauptmischen Imperiums. Die Mission ist es, eine furonische Virus zu finden und zu ernten. Die schießen jetzt langsam auf den Turm. Ich brauche unverzüglich Unterstützung. Sir, ich kann Sie nicht. Ich kann Sie nicht verstehen. Die Verbindung bricht ab.
Ist das denn sein Ernst? Hallo? Metropolis-Kontrolle? Bitte kommen! Hallo? Bitte kommen! Metropolis-Kontrolle? Empfangen Sie mich! Dortmund 13! Hier ist Admiral Zyklopodia! Mit funktionierenden Genitalien erschaffen. Funktionierenden Genitalien. Geschafft. Wir haben sie verteidigt. Und unser Signal wurde dicht. Bei Arkulis heiligem Gehänge. Das sind ja unglaubliche Neuigkeiten, Pop. Ich werde sofort ein Mutterschiff losschicken, um dich und die DNF abzuholen. Ah, genau, ja. Das Problem dabei ist, ehrlich gesagt, die DLS-Container sind weg. Weg? Was meinst du mit weg? Naja, sie waren im Mutterschiff, als es, naja, zerstört wurde. Du hast die reine buronische DNS verloren, um die es bei deiner kompletten Mission überhaupt erst ging? Offenbar ist das so. Und jetzt soll ich ein anderes Mutterschiff autorisieren, das nach Sektor 13 fliegen soll, nur um dich abzuholen? Nein, 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 Admiral, vergessen wir das wieder. Aber naja, mit einem neuen Mutterschiff kann ich die DNS-Lagerräume ganz schnell wieder auffüllen. Vielleicht kannst du das. Andererseits, vielleicht kann ein anderer Flottenkommandant die DNS-Lager auch wieder auffüllen, ohne dass ein Mutterschiff in seine Quarks zerschossen wird. Das lief jetzt nicht so gut, oder wie? Übertragung von Sol 3. Oh, ein Furotech-Reaktor sogar. Das hat sich doch gelohnt, würde ich dann sagen. Militärgeheimdienst leugnet Zusammenhang mit Coit Tower Sendeanlage. Quellen, die ungenannt bleiben wollen, behaupten, der KGB stecke hinter den rätselhaften Anlage. Eine Antenne auf dem Coin Tower. Ungewöhnlich. Aber sehr gut. Okay, wir haben hier einige Nebenmissionen wieder geschafft. Und ja, wir versuchen uns trotzdem weiterhin hier zu behaupten, ohne Mutterschiff. Mal schauen, ob die Furonen Nachschub schicken werden. Verstärkung. Oder eine Eskorte. Wir werden es beim nächsten Mal vielleicht herausfinden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.